Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Nerds von Nerf. Auch heute freue ich mich für jeden, der eingeschaltet hat. Ihr habt es natürlich gesehen, es gibt eine neue Folge zum Thema Nerf Rescue. Und zwar werden wir heute reparieren die Rough Cut. Rough Cut ist ein Blaster, ich finde ihn super. Liegt gut in der Hand, ist irgendwie ein geiler Blaster. Und ja, also so muss es. Also ich kann einmal laden, danach kann ich zwei Schuss gleichzeitig oder gestaffelt abgeben. Also, so kann es aussehen. Und wie es nicht gehen sollte, ist das hier, ne? Ja, brauche ich nicht viel zu sagen, ist hinüber. Und da mir dieses kleine Zahnrad hier entgegengefallen ist, brauchen wir gar nicht gleich rätseln, was denn wohl kaputt sein wird. Ich habe schon mal ein neues gedruckt. Denn scheinbar ist es ein bekannter Fehler bei der Rough Cut oder ein Problem, was regelmäßig auftritt. Auf Thingiverse gibt es also auch schon fertig designte neue Zahnräder für die Rough Cut. Das allein würde es natürlich noch nicht reichen, denn dann werden wir nicht Nerds von Nerf, weil wir müssen Zahnrad tauschen. Nein, wir werden hier noch ein bisschen mehr machen. Und zwar habe ich mir auch einen neuen Griff gedruckt. Ja. Also der hier wird ausgetauscht und dafür gegen den etwas größeren gedruckten Pumpgriff ausgetauscht. Der geneigte Zuschauer wird gesehen haben, dass er zweifarbig ist, weiß und schwarz. Das liegt daran, weil ich ja mein neues Spielzeug zum Einsatz kommen lassen möchte. Ich hatte es im letzten Video angeteasert. Neues Gerät. Es ist jetzt mal ein Airbrush-Set für Einsteiger. Und das werde ich hier mal an der Rough Cut ausprobieren. Und eine Sache wird es noch geben. Wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, auch auf Thingiverse hat jemand ein Griff-Design für die Rough Cut. Schaut mal hier. Der wird dann nachher wieder so dran sitzen. Das heißt, es ist nicht mehr so dieses lässige mit diesem langgezogenen Winkel, sondern der Winkel wird annähernd rechter Winkel wird das werden nachher, wo der Griff dran hängt. Und er wird größer, runder und ich habe die Möglichkeit, ja auch eine Schulterstütze anzubauen. Ne? Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das so arbeitet. Bevor wir jetzt mal loslegen, irgendwas habe ich noch. Genau. Und zwar werden wir auch gleich, wenn wir den Blaster schon mal hier am Wickel haben, werden wir ihm gleich mal noch ein Federset spendieren. Das gibt es also auch noch. Und ihr wisst es, womit fangen wir an, wenn wir die Möglichkeit haben. Und wir haben diese Möglichkeit, dass wir zwei Blaster haben, einen Effekt und einen Heilen. Lass wir einfach mal gucken, was so im Standard aus dem Blaster rauskommt. Ne? Wupp. Oh ja, 18 Meter die Sekunde. Ist jetzt noch nicht. Das Limit, was man so erwarten kann, aber ist auch nicht schlecht. So, die Wette ist, dass er erstmal links zuerst abfeuert jetzt. 18. Oh, das war zu früh. Das war mein Fehler. Also 18,1 hat der Chronograf wieder angezeigt. Und die gerade noch zwei rum. Die gönnen wir uns, würde ich sagen. 17. Oh, ja. Und rechter Lauf. 18,5. Okay. Das muss ich sagen, hier sind also zwei Federn drin. Also wenn wir jetzt einmal einen Lauf geschossen haben, schwächen wir damit nicht den zweiten Lauf. Ne? Also etwa 18,5 Meter, 18 Meter Sekunde kann man erwarten im Standard. Ist okay. Und ich würde sagen, wir machen es an die Arbeit. Ich habe mega Bock, allein weil ich neues Spielzeug habe.
Und wenn ihr auch Lust habt, kommt Dichter und wir fangen an. Da haben wir die Büchse schon auf. Ist nicht viel passiert. Hier seht ihr Pusher-Mechanismus. Und hier seht ihr, die zwei Zahnräder sind eigentlich nur eins. Und da ist eine kleine Welle. Ja, ich hoffe, das sieht man. Und da fehlt ein Zahnrad. Dieses. Ja, da wird das dann hin müssen hier. Das gedruckte. Also hier ist die Welle, wo das Zahnrad hin muss. Machen wir später. Die Federn habe ich schon mal getauscht. Das sind also jetzt die von Blaster Parts hier, die Federn. Ah, jetzt habe ich doch Werbung gemacht, wollte ich gar nicht. Egal. Ups. Also schon deutlich fester als die vorherigen. Das ist auch noch so eine Schiene zum Aufziehen nachher. So, war nicht viel bei. Ihr seht es hier. Das sind die Schrauben. Mehr waren es gar nicht. Die Feder ist mir weggesprungen. Muss ich mal gucken, wo ich die wiederfinde. Wenn da denn drinne war. Guck ich mir an, wenn es weit ist. Und Plunger-Tube. Und ihr seht es auch ein bisschen fettig leuchten. Also gefettet war der Blaster auch ganz gut. Da kann man nicht meckern. Sitzt gut drinnen, wirklich. Der Plunger hier in der Tube. Also muss man nicht irgendwie rumtricksen mit Teflonbad rumwickeln oder irgend so was. Können wir uns also sparen. Kommen wir zum Case. Ist leer, der Vogel. Und hier ist der Griff. Ich habe schon mal hier hinten weggeschnitten. Zack. Andere Seite natürlich. So, bis hierhin. Habe ich einfach mal abgeschnitten. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo wir stehen. Und passt schon gar nicht so schlecht. Also es geht wirklich noch um die Details, ne? Ich werde mich mal dabei hier unten an dem Schraubenloch orientieren. Hier, seht ihr? Ich weiß nicht, ob man die Kamera so einfängt. Ich muss noch nachher wieder eine Schraube rein. Das stimmt noch nicht ganz. Da sind so 2-3 mm fehlen dort noch. Und dementsprechend auch hier oben muss auch noch eine Schraube durch. Das sehe ich auch noch nicht so richtig, ne? Aber das erste anpassen. Man erkennt schon, was es werden soll, ne? Und ich werde mal schauen. Muss also noch ein bisschen in diese Richtung reinrutschen noch, ne? Ja, vielleicht mich hier unten noch diese Ecke weg komplett. Die scheint da nicht vorgesehen zu sein, dass ich hier nochmal lang schneide. Und wenn man mal reinguckt, ist ja auch keine Aussparung hier unten drin für so eine Kante. Also das wird schon weg müssen. Und ansonsten werde ich auch nochmal mit dem Schleifer, mit dem Feinbohrschleifer noch durchziehen hier. Und den ganzen Support hier noch im Weg ist nochmal raus schnitzen hier. Schleifen. Gut. Das mache ich mal. Und dann gucken wir, wo wir stehen. Ich bin noch einmal mit dem Schleifer drüber gegangen. Jetzt sieht es ungefähr so aus. Der Abstand vom letzten Loch zum Schrauben zur Schnittkante ist 1 cm in etwa. Jetzt schauen wir mal. Und ja, ein bisschen Spannung muss sein. Also ein bisschen Spannung auf der ganzen Konstruktion. Und mit leichtem Druck sieht man dann auch, dass die Schraublöcher jetzt übereinstimmen, ne? Das heißt, hier kommen wieder Schrauben rein. Das hier war ja bloß nachher das Loch, wo man sehen kann, ob der Blaster gerade gespannt ist oder nicht, ne? Also mit sanfter Gewalt kriegt man es hingerückt. Und dann haben wir schon eine Voransicht, was uns nachher erwartet. Ganz witzig eigentlich. Und als nächstes können wir dazu kommen, dass wir uns für die Farbe entscheiden. So, ich halte noch mal unsere neuen Pump-Griffe an. Ich weiß gar nicht, so rum, glaube ich, ne? Ja, ich glaube so rum. Würde nachher hier so sitzen. Ja, kommt das hin? Soll es werden. Schwarz und auf der anderen Seite weiß. Puh. Überlege ich mal, was ich mit der Farbe so anstelle. Bin noch unentschlossen, muss ich gestehen. Wir schauen mal, was ich mir überlege, farbtechnisch.
So, also das ist der Zwischenstand. Die Shell ist lackiert. Eine Seite schwarz. Und klar, mir soll der weiße, die weiße Seite des Griffs rauf. Und die andere Seite ist in weiß lackiert. Und da soll dann der schwarze Griff ran. Ne? So wird es nachher aussehen. Hier die Mündung ist auch in rot lackiert. Der Pusher natürlich. Und irgendwas noch. Ach ja, hier. Die Zuröse hier oben. Ne? Auch in rot. Also alles, was rausguckt. So. So wird es nachher aussehen dann. Ne? Ungefähr. Zack. Das soll es werden. So sieht's aus. Hier das Rumgeschmiere vorne bereue ich jetzt schon. Das war großer Quatsch. Ansonsten zerblast er wieder im Stück. Also noch nicht ganz. Alles wieder drinne. Hier vorne ist die eine Zahnstange. Das Getriebe ist wieder drinne. Und die zweite Zahnstange zieht den Plunger auf. Ne? Das Ganze funktioniert dann so, dass ich hier den nach hinten schiebe. Und über das Zahnradgetriebe bewegen sich dann hier oben die Plunger nach hinten. Rasten hier ein. Und der Abzug löst dann wieder aus. Ne? Mehr ist ja gar nicht dran. Ne? Eine Sache, die beim Lackieren schon in den Sinn kam, jetzt sieht man schon richtig, beim Bespielen des Blasters wird natürlich die Farbe abrubbeln. Ne? Also das ist mit den neuen Griffen das gleiche Problem, wie auch mit den alten Griffen passiert. Also sie hätten auch hier drauf rumgeruppelt. Ja. Das ist jetzt irgendwie ungünstig mit dem Lackieren gewesen, so im Nachhinein. Ne? Naja, ist wie es ist. So, schaut mal hier. Problem. Das ist das neu eingesetzte Zahnrad. Ne? Und das war das alte Zahnrad. Ähnliches Problem. Hier sind auch die Zähne weg schon. Und die brauchen das auch. Jetzt ist natürlich das Problem noch dazugekommen. Oder die große Herausforderung. Ich habe jetzt ja noch zwei extrem starke Federn eingesetzt hier. Also für die Rough Cut stark. Und gleich beim ersten Aufziehen hat es mir schon mein Zahnrad weggeraspelt. Das war jetzt erstmal für den ersten Aufschlag in PLA gedruckt. Kann sein, dass es funktioniert, wenn ihr den Blaster nicht verstärken wollt mit Federn. Auf jeden Fall für die stärkeren Federn könnt ihr diesen Weg schon mal vergessen. So, hier sind wie gesagt die beiden defekten Zahnräder und schaut mal hier. Ich habe noch eins gedruckt in ABS und noch eins in PETG. Und so sehr es mich reizen würde, nochmal zu schauen, ob PETG deutlich härter ist, werde ich doch gleich dazu übergehen, das Zahnrad aus ABS zu verbauen. Ne? So, noch sind uns Ideen nicht ausgegangen. Ihr seht hier ein neues Zahnrad. Diesmal wieder gedruckt in ABS, genau wie das, was wir schon mal hatten. Und die Idee ist jetzt einfach die, ich nehme das Originalzahnrad aus dem zweiten, aus der zweiten Rough Cut, setze es in die getunte ein, in der Hoffnung, dass das Zahnrad, das Originale, noch härter ist als ABS. Und das ABS-Zahnrad sitzt dann hier rein, ne? Weil hier die Federn nicht ganz so stark sind. Okay, das ist die Idee. So wird es gemacht. Und dann schauen wir mal, was es bringt. Okay. So sieht der Blaster jetzt aus. Ich muss jetzt mal komplett umdisponieren, weil, schaut mal hier, das war mein letztes Zahnrad, das Originale. Hat es also auch zerruppt. Ah, ihr seht hier auch schon einen Zahn zur Hälfte weg. Und hier sind die Wellen. Und da kann man auch sehen, da ist ein Knick in der Welle. Ja? Und selbst die kleine Welle, die kurze Welle, hat es schon ein bisschen verwirkt, hat sie auch schon. Ne? Jetzt können wir darüber nachdenken, war erst das Zahnrad weggebrochen, dann die Welle verbogen. Ich denke mal andersrum und dadurch ist das Zahnrad zu halbseitig weggebrochen. Also musste ich umdisponieren. Ich bin komplett weggegangen davon, den Blaster hier in dem Bereich aufzuziehen und über die Zahnstange und die Zahnräder zu gehen. Stattdessen habe ich mir jetzt überlegt, notgedrungen natürlich. Ich habe jetzt hier so eine Art Direktladesystem, werde ich jetzt hier nutzen. Ne? Das heißt, hier direkt aufziehen. Dazu habe ich mir erstmal einen provisorischen Griff hier gemacht. Kommt hier rauf.
Und dann so ein bisschen martialisch die ganze Sache. Ne? Die verstärkten Feder sind drinne. Und hier habe ich so eine kleine Schiene aus Messing draufgesetzt. Weil ganz klar, das hier oben ist ein Flacheisen. Ist zwar rund, aber muss man jetzt kein Genie für sein, wenn man sich überlegt, Eisen auf Plaste, welches Material wird zuerst nachgeben? Ja, richtig. Also Schienen aus Messing auf beiden Seiten, wo dann das Flacheisen drauf geführt wird. Ne? So weit sind wir jetzt. So, ihr seht, wir haben ein paar Schritte zurück gemacht und auch wieder ein paar Schritte vorwärts. Die Idee mit dem Ladenmesser so oben drauf war irgendwie Käse. Die letzten Plasteteile drin sind auch kurz vorm Brechen gewesen. Also, neuer Plan. Ich habe den Glas auch neu lackiert. Weg vom Schwarz-Weißen. Jetzt zu grau-schmutzig. Ist einfach eine Grundierung mit Klarlack drauf. Und der Lademechanismus ist jetzt nach hinten verlegt. Erst von unten nach oben, jetzt nach hinten. Ja, also hier wieder aufgezogen. Immer noch sauhart. Und Träger habe ich schon nicht vergessen. Also soll er hinten geladen werden. Ich halte weiter den Plan fest, dass der neue Griff drauf kommt hier hinten. Ja, der wird es werden. Dann wird der Lademechanismus hier hinten durchgefädelt. Ne? Und jetzt noch aufgesteckt werden. Mache ich jetzt nicht, weil bei jedem Mal geht wieder Lack ab. Und dann soll der Blaster gespannt werden mit einer improvisierten Schulterschütze. Passt da hier hinten so ran. Das heißt, wird aufgezogen, vorgeschoben. Und so wird der Blaster geladen oder gespannt. Ne? Zu den Deko-Elementen mache ich mir Gedanken, wo die Funktion steht. Problem wird das hier oben werden. Ich musste jetzt den Griff musste ich aufsägen, ne? Bevor ich hier dran. Ne? Ups. Und kann ich nicht mehr verwenden. Hier muss ich gucken, was ich mache. Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, ich werde den Blaster erstmal wieder montieren. Und dann gucken wir, ob das so funktioniert, was ich mir jetzt überlegt habe. Und dann reden wir über Deko-Elemente. Okay. Ich bin wieder fleißig. So, hier ist der Blaster dann einmal montiert. Wie er nachher aussehen soll zum Ende hin. Ihr seht hier, die Deko-Elemente sind wieder abgegangen, weil der Plunger direkt dahinter lang läuft. Und es hat nicht gepasst mit den Deko-Elementen. Ne? Hier ist Pass hält noch ganz knapp, aber wird auch abfallen. Das ist noch nicht der letzte Spruch gewesen dazu. Müssen wir mal gucken. Überlege ich was anderes. Aber so soll es aussehen nachher. Ne? Die Schulterschütze, wie gesagt, Deko-Elemente kommen nachher alles noch ein bisschen. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es das erstmal. Der Bildschirm ausreicht nicht aus. Ich muss zeigen, dass er jetzt auch aufgezogen werden kann und auch wirklich schießt. Das habe ich getestet. Als nächstes muss ich mir jetzt Gedanken machen über den Bereich hier. Ne? Hatte ich aufgesägt, die Schulterstelle, den Griff hier. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, neuen zu drucken in der passenden Form. Ist jetzt so. Muss ich mal gucken, ob ich diesen sehr, sehr hässlichen Bereich doch noch überdeckt kriege. Ne? Hier werde ich noch mit Metall rumwickeln. Vielleicht irgendwie das Gitterartiges. Aber das hier, das ist nächste große Baustelle. Da überlege ich mir was. Und dann, ja, dann schauen wir mal. Ne? So, da sind wir auch schon auf der Zielgeraden. Ich habe schon mal angekündigt oder schon mal gesagt, wir müssen hier ein bisschen was optisch noch machen, dass ein bisschen stimmig wird alles. Habe hier ein bisschen Metall draufgesetzt noch. So ein Gitter hier. Jetzt werde ich hier noch ein anderes Gitterblech noch mal montieren. Das werde ich raufnieten. Hier habe ich geschraubt, ne, und genagelt. Hier oben, auch mit so einem Gitter, habe ich so ein Gitter davor gesetzt. Ja, das auch so ein bisschen stylisch aussieht. Ne? Ist eigentlich bloß dazu gedacht gewesen, um hier die ersten Versuche zu kaschieren. Ne? Okay, Funktion steht immer noch. So sieht der Blaster jetzt aus. Hier auf der anderen Seite habe ich auch so ein Gitter draufgesetzt. Auch mit Schrauben nicht gespart. Soll ja auch so jetzt so ein bisschen diesen, ja, futuristisch vielleicht nicht so, diesen Look aus Holz und Metall so ein bisschen durchziehen. Ne? Warum hier noch ein Gitter rum? Hat den Effekt, dass man
gleich einen guten Halt hat am Blaster hier unten. Ne? Der Nachteil ist natürlich, wenn wir es jetzt zunieten, wir kriegen den Blaster nie wieder auf. Ne? Okay, ist wie es ist. Ich mach mal fertig. Okay, schön, dass ihr lange durchgehalten habt. Ihr habt es gesehen, es ist vollbracht. Das ist die Rough Cut. Ja. Oder das, was von übrig geblieben ist. Oder so wie jetzt aussieht. Was haben wir gemacht? Oder was wollten wir eigentlich machen? Eigentlich wollten wir bloß ein gebrochenes Zahnrad tauschen, ein paar Federn reinsetzen, ein paar neue und den Griff tauschen. Gegen was Neues, gegen was anderes. Nicht besser, anders. Ihr habt es gesehen, hat alles nicht so hundertprozentig funktioniert, wie wir uns so vorgestellt haben. Und das ist auf jeden Fall jetzt geworden. Ja, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen endzeitmäßig, ne? Ein bisschen mehr Metall rangesetzt hier. Auch ein bisschen mehr Metall, das eigentlich sein müsste. Ja, ein bisschen Deko-Elemente, ein bisschen Zierelemente. Der Lademechanismus hier unten, der Griff, der Primer, der ist komplett weg. Dafür haben wir die Sache nach hinten gelegt. Ja. Also geladen oder gespannt wird der Blaster jetzt über die Schulterstütze. Die hätte jetzt im Nachgang so ein bisschen, also ein Stückchen länger wäre nicht schlecht gewesen. Das ist okay. Aber 15 cm mehr hätte gepasst. So, dann gucken wir mal, ob noch was vorne rauskommt. Und ja, rockt, sag ich mal. Ne? Dadurch, dass die Federn jetzt härter sind, ist es noch schwieriger gewesen, wirklich erst einen Lauf in den anderen zu schießen. Also so viel Fingerspitzen glaube ich jetzt nicht mehr. Es werden sie bei beide geschossen. Ne? Weil einfach so viel Druck drauf ist auch. Aber jetzt wollen wir auch mal schauen. Ihr habt gesehen, die Funktion ist erstmal wieder da. Der Blaster arbeitet. Aber jetzt wollen wir natürlich sehen, was ist bei rausgekommen? So. Ich schieße mal nur einen Lauf. Ja, 24,7. Ist nicht verkehrt. Und wir können noch einen anderen Lauf nehmen. Ja, also beide Läufe ungefähr ähnlich. Wir hatten ja schon bei der originalen Rough Cut die Erfahrung gemacht, dass je weiter man nach unten kommt, umso weniger Druck kommt auch raus. Ne? Deswegen habe ich nur die oberen geschossen jetzt. Aber ich denke mal, die Tuning-Feder hat das gebracht, die beiden Federn. Ist der Blaster jetzt praktisch, so wie er jetzt ist? Also allein die Federn im Original-Blaster, klasse Nummer. So wie er jetzt ist, er funktioniert, aber ich würde es doch eher als Konzept-Blaster betrachten. Ne? Weil er ist auch jetzt auch gut schwer geworden, ne? Durch das Holz, Metall. Okay, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, hat sich über eine sehr lange Zeit gestreckt und hat mir auch einiges abverlangt, aber ich hoffe, für euch war es okay. Wenn das so ist, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich kann schon mal einen Teaser setzen, was uns denn in der nächsten Episode wahrscheinlich erwarten wird. Ich habe hier einen Pump Grip, ja, einen großgeratenen. Und noch ein bisschen mehr natürlich, ne? Nicht nur ein Pump Grip. Aber als nächstes wollen wir mal die Retaliator oder die Recon auf Pump Action umbauen. Ja, nicht nur einfach Pump Action, sondern richtig große Pump Action. Und wie gesagt, ich bin auch unentschlossen. Wird es die Recon, wird es Retaliator? Ich wollte beim nächsten Mal nicht lackieren, ging mir nicht so gut von der Hand. Und wir schauen mal. Was ich euch nicht vorenthalten will, habe ich auch auf Singiverse gefunden, ein Speedloader. Ein Speedloader für die Rough Cut, wo ich gerade stehen sehe. Das wollen wir natürlich nochmal machen, den Spaß. Kann man so raufsetzen. Zack.
runterdrücken, fertig geladen. Fand ich ganz witzig. Ja. Ja. Und wenn ihr mit ein paar Runden gespielt habt mit dem Blaster, habt ihr auch gleich, euer Workout für die Woche mit fertig, ne? Denn über die Schulterschütze aufziehen ist schon eine kräftezehrende Aktion auf die Dauer. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal sonst einfach wieder rein. Ihr wisst, was euch erwartet. Und bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Ooh.